Hallo, wir sehen's nochmal. Von da kommen wir. Aus dieser wunderschönen anzuschauenden Richtung. Ja, da sich das Wetter heute so von der besten Seite präsentiert, wird unsere Tour heute am heutigen Freitag einmal mehr was länger ausfallen. Es wäre einfach sträflich, bei solch fantastischem Wetter im Hause zu sein. Ich möchte euch am heutigen Tage auch lediglich nur nochmals, so wie gestern auch im zweiten Teil, ein kurzes Stück unserer fortlaufenden Tour zeigen. Mit dem Wunsch, es gefällt und ihr könnt mit uns zusammen die wunderschöne Aussicht genießen an einem herrlichen goldenen Oktobertag. Ich kann mich immer nur wiederholen, einfach nur ein Traum. Jo wartet auf mich. Es geht ihm anscheinend nicht schnell genug. Naja, ich warte auch schon mal das ein oder andere Mal auf meinen Freund. Ja, ich hoffe auch ihr könnt mit schönem Wetter den Morgen und den Tag verbringen. Und habt Freude am Leben. Einmal mehr einen Blick in die wunderschöne Landschaft. Hier vorne laufen wir wieder auf eine Abzweigung zu, wo ich dem lieben Joe wieder die Frage stelle, na Joe, wo gehen wir? Ich würde sagen, er läuft links. Ja, wo gehen wir? Ja, was jetzt? Sehr zögerlich? Ja, dann geht er. Wundert mich jetzt, aber nach langem Überlegen hat er sich für diesen Weg entschieden. Schon verwunderlich, denn meist will er links abbiegen. Aber ihr kennt den Verlauf beider Strecken
Ich habe sie das ein oder andere Mal schon vorgestellt. Wir sind heute wieder allein unterwegs. Bei diesem schönen Wetter. Lediglich im ersten längeren Teil unserer Tour hatten wir Begegnung mit einem Gassigänger und seinem kleinen Hund. Wobei Joe leider mal wieder seinen Gehorsam verweigert hat. Er war unangeleint und alles rufen half nichts. Er hin zum Hund. Erfreut war ich darüber nicht. Aber Gott sei Dank, kleiner Hund und ein friedliches Tier, alles nichts passiert. Ja, auch dieser Weg führt mehr oder weniger geradewegs zu den ersten paar Häusern im Ortsteil. Na, leider ist das Hindernis immer noch nicht beseitigt. Hatte doch tatsächlich eine Eichel zerbissen und war Warmwürgen. Wieder so eine kleine Limbo-Einlage. Ja, in unserer Region sind wieder irgendwelche wahnsinnigen Hundehasser am Werk und Giftköder am Auslegen. Da kriegt man schon mal einen Schreck, wenn man den Hund denn irgendwas fressen sieht. Es soll auch noch sich um ein schnell wirkendes Gift handeln. Das in wenigen Minuten zum Tod führt. Mögen die Bastarde an ihrem eigenen Fraß ersticken. Man nimmt es mir nicht übel, wenn ich mich so ausdrücke, aber viel mehr fällt mir dazu nicht ein. So, wir haben die Häuser erreicht und sagen auch hier erneut auf Wiedersehen. Alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund und zufrieden. Ciao, ciao, bis dahin.